Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Patrice und Dirk von Tennis Point, heute mit einem spannenden Thema, so wie ich finde. Du hast hier ein bisschen was aufgebaut. Ich glaube, man kann dazu sagen, so die Sandplatzschuh-Klassiker, Clay Court Classic. Ja, Clay Court Classic ist heute unser Thema. Dirk hier mit künstlicher Intelligenz, er holt alles raus. Hat meine Freundin übrigens ausgesucht, ne? Ich bin da raus. Siehst du erstmal, wie gut ich aussehe, ne? Was haben wir mitgebracht heute? Sollen wir mit dem mal anfangen? Fangen wir damit an, Legende. Finde ich so schön, da ist er wieder. Darf man das sagen? Ja. Barry Kate? Patrice. Ja, ich habe vor ein paar Jahren die Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen, als der Adidas Barry Kate das Programm von Adidas verlassen hat. Weltweit der meistverkaufte Tennisschuh gewesen. Gab aus meiner Sicht gar keinen Grund, den aufzulösen. So viele Profis, die über Generationen damit gespielt haben, ist jetzt überarbeitet, ne, der Zeit angepasst, etwas schneller geworden. Ja, auch so ein bisschen diagonal hier, ne? Ja, das Schnürsystem. Wie man es von den Fußballschuhen schon kennt. Sehr schneller Schuh, ja. Aber Barricade stand immer für eins, Stabilität und Haltbarkeit. Was ich bei Adidas-Schuhen und speziell bei dem Barricade auch wieder als sehr, sehr positiv empfinde, ist die Tatsache, dass man das Gefühl hat, ein kleines bisschen wie so eine Katze zum Sprung bereit, so ein bisschen nach vorne direkt orientiert zu sein. Also das Gewicht wird direkt nach vorne, um einfach schnelle Richtungswechsel durchführen zu können. Man steht jetzt nicht zu platt drin, sondern wirklich richtig sportlich. Also es fühlt sich richtig, richtig gut an, die Rakete. Wo du jetzt Katze sagst, muss ich irgendwie an Garfield denken. Aber bei dir ist egal, gehen wir weiter. Ja, was hast du hier? Schönes rausgesucht. Das ist Essex Resolution. Beliebter Schuh, auch wenn du siehst, wer ihn trägt, dann weißt du, dass der haltbar sein muss. Ne? Der junge Italiener, Herr Berrettini, letztes Jahr sehr erfolgreich Wimbledon-Finalist, promotet den Schuh. Gael Monfils rutscht damit durch die Weltgeschichte. Regelmäßig rutscht er damit. Und der Belag spielt da keine Rolle, der rutscht regelmäßig. Aber wir haben jetzt die Sandplatzschuhe hier explizit. Genau. Ja, klar. Und das sind so die Schuhe, die wir jetzt mitgebracht haben, sind Schuhe, die sich über die letzten schon fast Jahrzehnte, würde ich jetzt sagen, aber zumindest über die letzten Jahre als Klassiker rauskristallisiert haben, die unheimlich beliebt sind auf den Ascheplätzen, die eine sehr gute Haltbarkeit haben. Und was wir halt auch sehen an den Verkaufszahlen, ne, was ja auch immer interessant ist, wo schlagen die Leute zu, da gehören diese Top-5-Schuhe auf jeden Fall ganz stark dazu. Zweifellos. Ist ja auch übrigens von der Farbe, passt das zu dir, ne? Das ist so ein bisschen... Ja, ich kann das tragen. Ja. Der Wohnzimmersessel der Tennisschuhe, sage ich ja so gerne, zu diesem K-Swiss, ne? In dem Fall hier der Express Light. Und der biegt wirklich nichts. Nee, auch deshalb hat er sich so durchgesetzt. Ne? Du weißt, K-Swiss haben wir immer früher, teilweise noch Lederschuhe, schwere Teile. Überhaupt nicht mehr der Fall. Und den gibt es jetzt, glaube ich, so seit 5 Jahren... Und ist wirklich, wir sind viel im Verkauf noch tätig, nah am Kunden. Und es ist immer wieder dieses Aha-Erlebnis. Du hast das, der fühlt sich an wie Wohnzimmer. Auch das Thema mit dem breiteren Vorderfuß. Ja. Ne? Wo das wahrscheinlich erstmal die erste Marke ist, wo wir erstmal nachgucken gehen in der Beratung. Ist richtig. Wenn es vorne ein bisschen breiter ist. Ne? Und da haben wir sehr, sehr positives Feedback derer. Und oft ist so, wenn einmal K-Swiss getragen wurde, weil es dann halt zu dem individuellen Fuß dann passt, dass sie selten wechseln wollen. Ne? Ja. Sicherlich von unseren Classics hier der breiteste Leisten, ne? Gerade im Vorderfußbereich. So, dann muss man sagen... Auch wieder deine Farbe, ja? Auch meine Farbe trage ich abends auch schon mal, wenn ich auf Konzerte von Dirk gehe, wenn ich in der ersten Reihe bin, mit passendem Oberteil. Der Rush Pro hat sich bei uns in die Classics reingegroovt, seit ungefähr 3 Jahren. Sehr beliebter Schuh, jetzt auch überarbeitet, noch leichter geworden das Material. Unten wieder sehr torsionsstark. Also das ist ein Schuh, der einfach ohne großes Marketing sich durchgesetzt hat. Ja, richtig gut funktioniert. Ohne einen Topspieler, der den promoted hat, sondern einfach durch gute Passform und starken Tragekomfort. Ja. Was hier jetzt keiner so richtig mal auf dem Radar hat, beim Head Prestige, das ist ein Schuh, der hat Grand Slams gewonnen. Letztes Jahr Roland Garros, Krejcikova, die trägt diesen Schuh. Wusste ich auch nicht, aber ich lerne ja auch immer gerne hinzu, ne? Vom Papa Schuh, Dr. Schuh. Einzel- und Doppel Grand Slam-Siegerin. Schuh, den es über Jahren gibt. Wir haben den hier in der Limited Edition in Schwarz.
unfassbar gutes Gerät, haben ein bisschen Neuerungen unten drin, dass der Schuh atmet. Man kann, wenn man die Sohle rausnimmt, ist hier ein kleiner Aufkleber, ziehst du raus, wie bei den anderen Modellen. Der Schuh trocknet schneller. Der Leisten ist im Vorderfußbereich etwas breiter. Aber würdest du das von der Breite her jetzt mit dem K-Swiss, ist der K-Swiss trotzdem immer noch breiter? Der K-Swiss ist noch breiter, der ist im Vorderfußbereich schon etwas breiter, etwas taillierter dafür hier in dem Bereich, wo du auch wieder die Torsion siehst. Also das ist ein Schuh, zieht den ruhig mal an. Wie gesagt, der hat einen Grand Slam gewonnen. So. Klassiker. Ihr kennt ja unsere Meinung. Ein Schuh, ich kann jetzt tausendmal sagen, das und das und das ist der beste Schuh oder der ist super, wie auch immer. Wenn das nicht zu eurem Fuß passt und ihr euch nicht wohlfühlt, dann ist es völlig egal, ob wir beide sagen, der Schuh ist top. Es muss zu euch passen. Deswegen wir grundsätzlich bei dem Feedback, was wir in den letzten Jahren erhalten haben. Sind das unsere Klassiker? Das sind die Klassiker. Das sind die Schuhe, die der Kunde sich auch, wie gesagt, einfach für entschieden hat. Ja. Und wir haben sie mal für euch hier hingebracht als kleinen Anreiz und kleinen Denkanstoß beim Schuhkauf. Habt eine Empfehlung von uns. Aber wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Fuß. Und es muss einfach passen. Muss passen. Wo fährst du jetzt hin? Ich fahre jetzt mal schnell zum ATP Challenger nach Heilbronn rüber und zum WTA nach Karlsruhe. Aber bin am Samstag wieder für euch spätestens hier. Also ihr merkt, er ist schon wieder unterwegs. Unfassbar, unfassbar. Ihr Lieben, viel Spaß ab demnächst mit eurem neuen Sandplatzschuh. Vielleicht einer von diesen fünfen, vielleicht ein anderer. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, beziehungsweise wir freuen uns auf das nächste Video mit euch. Wenn Patrice dabei ist, freue ich mich ja so oder so immer wieder. Heute, wie gesagt, zum ersten Mal mit Durchblick. Das war's von uns an der Stelle. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Advantage You.